Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Klassenkampf- und Kitschbox von Disaster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Klassenkampf und Kitsch, das Ganze am 6. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Album von Disaster in einer Box-Variante. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann das Ganze im Detail ansehen. So. Die Box ist tatsächlich in Weiß und Rosa gehalten. Hier oben lesen wir einmal in Rosa den Schriftzug Disaster, also den Albuminterpreten. Unten rechts gibt es dann den Albumtitel. Und dann haben wir hier eine quadratische Fläche, auch komplett in Rosa gehalten. Hier der Hintergrund, der Boden, die Wände, alles hier in Rosa. Dann haben wir den Interpreten in einem schwarzen Rollkragenpullover, schwarzer Hose. Das sieht mir nach weißen Socken aus und schwarzen Schuhen. Und hier auf dieser Schaukel sitzt scheinbar, ja, ist die Frage, ein Mädchen, eine junge Frau mit einer rosa Sturmhaube, Sturmmaske, dann hier noch weißen Söckchen und in den Händen hält sie tatsächlich ein Sturmgewehr, wenn ich das richtig beurteilen kann, ein G36 in der Kompaktvariante, also G36C. Hier unten Disaster Klassenkampf und Kitsch. Und hier wieder, also Albumtitel und Interpretname über alle Seiten verteilt. Auf der Rückseite haben wir hier den Inhalt der Box. Also was lesen wir hier? Album, Klassenkampf und Kitsch, Poster, Autogrammkarte, Sturmhaube, Tennissocken. Und dann haben wir hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, wir schauen hinein. Das Ganze ist eine Clubbox. Geht hier auf. Hier auch alles in Pink, okay. So. Als erstes haben wir hier einmal die Skimaske, die Sturmhaube. Dann haben wir Socken, die Tennissocken in Weiß. Das ist dann das Album und eine Autogrammkarte. So, mehr ist hier nicht drin. Wir packen das Ganze wieder zusammen und die Box zur Seite. Vom Folienanteil her haben wir tatsächlich nur das Album eingeschweißt. Alles andere kommt hier ohne Plastik aus. So, einmal einschneiden. Wunderbar. Also, wir haben hier das Albumcover. Sehr ähnlich wie das von der Box, nur eben, dass jetzt hier in dieser Fläche in Weiß dann jeweils der Albumtitel und der Interpretenname steht. Auf der Seite lesen wir auch wieder das Gleiche. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 11 Stück an der Zahl. Und wir haben hier Features von Alexa Feser, Hannibal und Sebastian Matzen. Also drei Features auf diese 11 Tracks verteilt. Beteiligte und Barcode. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Das sieht mir so nach Fotoshooting bzw. Videodreh aus. Disaster hier auf einem Hocker und rund um ihn jede Menge Equipment. Ich glaube, ja, ist eventuell das Covershooting, klar. Weil hier im Hintergrund kann man sogar auch noch das rosene Sturmgewehr sehen. Ja, doch, man kann es erkennen. In dieser Stecktasche haben wir dann das Booklet, das, ja, das offensichtlich ein Poster enthält. Und zwar, das ist das Poster in Schwarz und Weiß. Quadratisches Faltposter, Booklet-Poster, hier dieser Star abgebildet. Und auf der Rückseite, jawohl, haben wir jede Menge Text. Was bedeutet das? Wir haben hier zu jedem einzelnen Track einmal hier unten die gesamten Credits, wer war hier beteiligt. Und dann haben wir hier auch noch die Lyrics zu jedem einzelnen Track, wirklich Wort für Wort abgetippt. Ja, wunderbar. Also, recht ungewöhnliches Booklet, so von der Gestaltung, nicht irgendwie zum Blättern, sondern einfach nur hier dieses Poster und eben auf der Rückseite
der gesamte Text und die Credits, das Ganze hier zum Aufklappen, ist mal was anderes zu diesen regulären Durchblätter-Booklets. So, dann haben wir die Album-CD. So sieht das aus, Klassenkampf und Kitsch, dieser Star, erschienen über Warner Music Germany. Okay. Jawohl. Warner Music Central Europe lesen wir hier. Okay. Gut, das ist das Album. Dann haben wir eine Autogrammkarte dabei. Natürlich ist die auch wieder hier mit Rosen im Hintergrund. Hier oben links einmal das Logo von dieser Star. Dann hier abgebildet und mit silbernem Stift auf seinem schwarzen Rollkragenoberteil unterschrieben. Auf der Rückseite haben wir die Tourdates. Von Mitte März bis Ende Mai 2020 findet die Tour hier statt. Und jawohl, er kommt auch nach Wien. Und okay, nein, in die Schweiz scheinbar nicht. Und Österreich wirklich nur ein Auftritt in Wien. Ansonsten alle Dates Deutschland. Okay, also Autogrammkarte im Hochformat. Dann haben wir die Sturmhaube. Die ist auch wieder in diesem zarten Rosa gehalten. Hier natürlich mal die beiden Auslassungen, die beiden Löcher für die Augen. Und hier unten haben wir dann noch den Schriftzug dieser Star mit so einem Vogel darüber, mit so einer Möwe. Und es ist, ich kann euch beruhigen, es ist nicht diese furchtbare Marke Hollister, sondern ich gehe mal davon aus, es ist eine Kooperation mit Kleptomaniacs. Moment, wir schauen mal rein. Ja, Gott sei Dank. Also hier lesen wir, Kleptomaniacs made in China. Grüße gehen raus. Welfare Distribution GmbH Hamburg. So, das Ganze besteht aus 100% Acryl. Also hier scheinbar so eine Kooperation mit dieser Marke. Und hier wurde dann diese Sturmhaube produziert. Bis auf dieses Etikett hier vorne ist hier nichts weiter irgendwie angebracht oder aufgestickt. Komplett in rosa. Und eben vorne die beiden Öffnungen bei den Augen. Der Mund hat keine eigene Öffnung. Ja, damit könnt ihr wunderbar Motorrad fahren, Skifahren oder eine Bank in eurem Umfeld aufsuchen. Als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch Socken. Natürlich in weiß, weiße Tennissocken. Wir haben hier dieser Star Socken Socks. Größe 43 bis 46, Warner Music Germany. Material 72% Baumwolle, 13% Nylon, 13% Polyester, 2% Elastan. Heftig, also dass Socken aus vier verschiedenen Materialien bestehen, das sieht man auch selten. Made in Taiwan, Grüße gehen raus. Und so sehen die aus. Also es ist eben ein Paar, sprich zwei einzelne Socken. Die sind hier unten mit dieser Metallklammer festgemacht. Und hier oben, kurz vor dem Bund, haben wir dann noch das Disaster-Logo jeweils zweifach drauf. Und hiermit kann man dann seinen Künstler repräsentieren. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Sockenpaar, die Tennissocken in weiß und schwarz. Dann haben wir die Skimaske, die Sturmhaube hier in rosa. Die Autogrammkarte im Hochformat. Sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 11 Tracks und 3 Features. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Klassenkampf und Kitsch von Disaster. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Disaster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.